Hallo Leute, willkommen zurück zum weiteren Unturned-Video von mir. Und heute möchte ich mal ein bisschen was anderes machen. Ich möchte euch heute mal zeigen, wie meine erste Base aussieht in Unturned und wie ich so lebe. Und das ist sie. Im großen Turm. Aber dazu kommen wir später noch. Fangen wir mal an. Mit meinem Innenhof. Man beachte die schwebenden Garagentore, die sind absolut geil. Und man beachte nicht den Chat zwischen Parma und Muffin gerade. Die sind ja gerade unterwegs auf dem Server. Also, ich habe hier einen kleinen Innenhof, kleine Parklücke. Polizeikarre absolut nicht geklaut. Absolut dead shit. Officer Glock, on his way. Ein paar Fackeln hier draußen, sieht in der Nacht richtig gut aus. So, dann gehen wir mal in meinen ersten Raum rein. In meinen Hauptlagerraum. Man sieht hier, ich habe schon einige Truhen aufgestellt. Ein bisschen für Licht gesorgt. Hier nochmal Fackeln überall. Diese Ecke hier ist rein für Bauutensilien und Werkzeug. Diese Ecke hier ist für Waffen und Munition. Und diese ganze Reihe ist für Nahrungsmittel, Getränke und sonstigen Stuff hier in dieser Ecke. So, dann gehen wir mal weiter. Und zwar schon mal die zweite Ebene. Hier ist ein weiterer Generator, der in der Nacht hier die Außenbereiche beleuchtet. In diesem Stock und in einem Stock höher. Dann, das hier ist mein Schlafraum. Ich habe nochmal einige Kisten drin. Mein Bett. Noch einen kleinen Safe für mich. Sonst nichts Besonderes. Schöne Aussicht. Vom Campinggrund dort unten. So, dann gehen wir mal weiter. Ein Stockwerk höher. Hier nochmal so einen kleinen Balkon. Schöne Türe zu machen. Dann jetzt hier der Durchgang. Das hier war eine Sonderlösung mit den Holzschildern, da die Mauer leider hier nicht passen wollte aus irgendeinem Grund. Das hat einfach nicht funktioniert. Aber es sieht so eigentlich auch ziemlich cool aus, muss ich sagen. Passt euch gut rein mit den zwei Holzschildern auf jeder Seite. Gott sei Dank hat die Plattform gepasst. Dann bewegen wir uns mal auf die andere Seite des Hauses. Hier nochmal eine Terrasse. Schöne Aussicht auf Charlottetown. So, und wenn wir uns jetzt hier mal einen Stockwerk runter bewegen, sind wir bei den Gästezimmern, die momentan von Winters und von Muffin besetzt sind. Das hier ist Winters Raum, will ich mich gar nicht so lange aufhalten. Ah ne, Schwachsinn, das hier ist Muffins Raum. Direkt mal vertan. Das hier ist Winters Raum, keine Ahnung warum Schlafsack und ein Feldbett hat, das ist mir ein Rätsel. Dann habe ich hier einen kleinen Indoor-Garten, man muss ja auch ein bisschen für sein Essen sorgen. Ich habe mir jetzt gerne mal was gegönnt. Nom, 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 nom. So. Einfach zur Vollständigkeit. So. Es geht ja dann auf der anderen Seite nochmal ein Stockwerk tiefer. Der Raum ist noch größtenteils leer. Ist ein bisschen Licht. Ich dachte mir so dran, hier so Minibar einzurichten, Billardtisch, große Leinwand, Zockerecke, sowas in Richtung, schöne Richtung. Richtigen Männerkeller hier unten. Funktioniert halt leider noch nicht. Mal gucken, vielleicht kann man irgendwann mal ein paar Möbelstücke so craften. Lass uns mal zurückgehen auf die andere Seite. So, und zwar kommen wir jetzt zu meinem kleinen Aussichtsturm. Oder nee, bevor wir jetzt zum Aussichtsturm gehen, zeige ich euch schon mal mein Helipad. Ich habe einfach so eine Rampe hier aufgebaut. Soll ein Helipad imitieren. Gibt's natürlich leider noch nicht, aber ey, ich hab schon mal. Ich bin vorbereitet für die Helis, wenn sie kommen. So, und dann geht's hier mal hoch. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Und zwar sozusagen auf das erste Level des Turms. Da haben wir die Leiter noch außen gebaut. Da uns leider noch nicht klar war, dass man auch die Plattforms mit einem Loch machen kann, so wie hier. Sprich, hier die Leiter noch außen. Die erste Stufe. Danke, Muffin. Brücke zum Heli-Crash und auch zu Orbiten. Ups, zu viel gezeigt, das kommt im nächsten Video. Und dann geht's weiter hoch. Ich habe ja übrigens alle zwei Etagen 8 Fackeln angebracht. Dauert eine Zeit lang, diese
in Brand zu setzen, aber es sieht unglaublich geil aus in der Nacht, wenn der ganze Turm brennt. Lichterloh. So, dann gehen wir mal ganz nach oben. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Yeah. Oh geil, und jetzt sind wir schon mal einer der richtig geilen Sachen hier oben. Ein bisschen höher geht natürlich noch, aber es ist echt awesome, wenn die Wolken direkt auf einen zukommen. Das macht richtig was her. Auch einen unglaublich geilen Ausblick von hier oben. Leider rendert es die Sachen da hinten nicht. Aber man sieht wirklich die ganze Map. Ja, das war jetzt eigentlich mal meine Base. Meine Unturned Crypt sozusagen. So wie ich meine erste Base gebaut habe. Und ich werde euch jetzt mal ein bisschen zeigen, was im nächsten Video kommt. Denn Muffin hat sich einfach mal neben mich gebaut. Und zwar in dem ein oder anderen Level aufgestockt als ich. So, und zwar hier ein kleiner Teaser, was es nächste Folge geben wird. What? Fette Stone-Festung. Yo. Der Typ ist so krank, hä? I'm floating to the ground. Übrigens, man kann an Fallschaden nicht sterben. Man schwebt so langsam herunter, man bricht sich halt immer richtig schön die Beine. Und mit diesem wunderschönen Geräusch sage ich jetzt mal Tschüss und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, Leute.